Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einem neuen Projekt. Oh. Das ist aber. Wir spielen verzierte Mario. Egal, nein. Wir machen jetzt hier weiter. Schauen wir mal. Egal. Wir nehmen D und streamen ins Spiel rein. Mario, please come to the castle. I've baked a cake for you. The cake is a lie. Yes, truly. Princess tot Durchfall. Ich muss immer bei Todstuhl immer an Stuhl oder an den Stuhl denken. Und jetzt kommt Action Camera. Oh yeah. Woo. Oh yeah. Warte. Wahoo. Nice. Wir starten in das weltbekannteste Abenteuer weiter noch. Okay, meine Steuerung funktioniert. Okay, das ist der Crouch. Breakdance. Okay. Funktioniert auch. Nice. Schön. Hallo. Na, ich hab was zu sagen. Ich filme dich die ganze Zeit, auch wenn du das nicht willst. Lass mich in Ruhe. Tschüss. Und rein. Nice. Und was? Oh nein. Bowser war schneller. Und na, okay. Ich muss jetzt nicht viel erzählen von wegen Story und sowas. Aber ich liebe dieses Spiel. Ich dachte mir, es ist jetzt mal Zeit, nach all den schlechten Spielen könnte ich jetzt endlich mal hier anfangen. Und das hier Let's Playen, weil habe ich ja noch nicht. Also let's go. Unsere Aufgabe, komm auf den Berg nach oben. Ja. Und ich stelle mich teilweise sehr dämlich an in dem Spiel. Und das darf man hier nicht übernehmen, denn ich bin ein Dummbeutel. Ich bin ein Dummbeutel, und ich kann mit dem Controller hier nicht umgehen, wie man sieht. Läuft schon mal gut. Ich habe keine Plan, wie man mit diesem Controller spielt. Hilfe! Dieser Controller ist so wabbelig. Also, wabbelig in dem Sinne von, wenn man was drückt, dann reagiert das so gefühlt. Nee, warum hat er sich jetzt gerade an die Wand gequetscht? Okay. Rum hier. Wisst ihr, wir sind schon längst oben. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich das irgendwie gut hin verpacken kann. Denn ich bin ja nicht Aaron von den Game Grumps. Der schreit ja eh nur rum, weil er das nicht kann. That's sick burn. Aber das war das Lustige dran eher. Hätte das gewusst damals, oder? Ich glaube, er hat es gar nicht gewusst, dass er da reingehen kann. Yo. Ich werde euch jetzt nicht diesen blöden Trick zeigen, den jeder Hans macht. Denn man kann ihn einfach hier runterwerfen und dann fliegt er ganz runter und springt wieder komplett hoch. Und das macht jeder Hans und das muss ich euch zeigen. Habe ich außerdem schon im Stream gemacht. Ha, hua! Ich frage mich, ob das Schaden macht. Ob sie es eingebaut haben. Das ist ja Marios Down Smash in Super Smash Bros. Oh nein. Mein Rücken. Boom. Und damit haben wir unseren ersten Sterino. Yes. Here we go. Leute, here we go. Nice. Und jetzt mache ich Part Ende, weil wir machen pro Part einen Stern. Nein, spannend.
Du halt habe da, aber da. Ja, wir machen jetzt gleich noch. Ich bin dafür. Ich möchte jetzt nicht gleich die komplette Welt machen. Ich bin 100% dafür, dass wir. Hier rüber gehen und. Uns catchige Musik anhören. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Der Stern reagiert auf die Tür und du kannst sie öffnen und so. Klar. Ganz ehrlich, hat schon irgendjemand jemals den Schmarrn hier vorgelesen? Ich glaub's nicht. Oh, ich darf nicht mitsingen, aber. Da, da, da. Das ist so toll. Ich tue es trotzdem, meine Güte, Mann. Die Musik, sie ist catchy as fuck. Sie ist so gut. Davor ziehe ich meine. Wow. Bei 20,7 hätte es noch gezählt, bei 20,8 nicht mehr. Nein, 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 halt. Ich weiß, ich hätte da unten. Wenn ich durchgerutscht wäre, hätte ich ein Leben bekommen. Problem ist, wird eh da wohl bei mir nicht resettet, weil ich ja selbst jetzt mache, aber trotzdem ist ja Wayne. Und wir gehen nochmal rein, weil wir mal den normalen Stern haben. Diesmal ganz gechillt, einfach runterdüsen. Und nein, ich glaube nicht, dass es ein 120 Sterne Durchspieler wird. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es sehen wollen würdet. Wer dachte sich eigentlich damals bei Nintendo, es wäre so gut, hier catchige Musik einzubauen? Die werde ich ganz gut verhauen, dieser Penner, dieser Sackmann macht mich kaputt. Der macht mich krank, diese Musik, Hanker. Doch, es zählt noch, echt? War das 20,6 oder 21,6? Hier, bitteschön. Auch gesehen, liebe Leute. Mario, 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 Mario. Bam! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? So, es gibt mal diesen Stern. Dass man nochmal hinspringen muss. Nice. Da der auf keiner, ich glaube, auf keiner einzigen Route benutzt wird, ist das gerade scheißegal gewesen. Aber schön. Das mache ich gerne. Das mache ich wirklich gerne. Einfach diesen Stern skippen. Einfach diesen Sprung skippen. Sag mal so. Ich skippe ja nicht den Stern. Ich skippe ja nur diesen blöden Sprung. So. Jetzt müssen wir ein Rennen mit diesem blöden Cooper hier machen. Man denkt so, ja, ist nicht schnell. Ist ja ein blöder Cooper. Wisst ihr, aber. Wir müssen den ganzen Weg außen rum laufen. Das Schöne ist. Der Penner hier, ne? Nein, das war der falsche Sprung. Der Penner kann ja da unten entlang laufen. Der kommt jetzt hier lang. Denkt sich so, ja, trollololololo. Ich denk mir so, hahaha. Ich bin eh schneller als du, du Lappen. War das nicht so, dass Aaron das fast verloren hätte, dieses Rennen? Ich will jetzt nicht schlecht über die Herzen, aber ich glaube, er hat es fast verloren und das war ja schon so eine Sache für sich. Übrigens darf man hier reingehen, rein theoretisch. Ich mache es nur nicht, weil es ja sonst langweilig wäre. Weil, solange man vor ihm ist, dann ist es ja keine Schubelei, weil du bist ja eh dann trotzdem schneller als er gewesen und er geht's nicht mit. Bist du hinter ihm? Und gehst da rein, kriegt der gute Herr das sogar mit. Und denkt sich so, ja, troll mich doch nicht. Und sagt so, yo, du hast geschummelt, du hast dich geportet. Ach, nur eine Minute, drei? Oh, ich war zu langsam. Oh, Baby. Dance with me slowly, dance with me. Wer hat es eigentlich eingebaut, dass Mario sich um sowas drehen kann? Leider müssen wir jetzt auf den guten Herrn warten. Da kommt er ran.
Dup, 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 dup. Hast du es jetzt? Ja, bitte Platz einfach. Oh, er hat den Stern geschossen. Er hat den Stern ausgeschossen. Nice. Here we go! Hat den Stern ausgeschossen. Das sah gerade echt gut aus. Food Race with Cooper the Quick. Und ja, wir spielen das Spiel in Englisch, weil no one cares about Mario? Oder sowas, keine Ahnung. Shoot in this. Ah, das ist schön. Wenn wir erstmal mit dem Bomb. Ne, nicht mit dem Bomb. Wir müssen den Bomb hier. Nein, Mario. Halt stehen. Stehen. Und red mit dem. Hau ihn zusammen in die Fresse, gut. Ja, Bomb, ja, bla 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 bla. Hop in, press A, yes. Also unsere Aufgabe ist es, nach da oben uns zu schießen. Zu diesem Inselchen, das da oben rumschwebt. Das Schöne ist, viele denken sich so, oh mein Gott, das ist voll schwer. Aber ist es nicht. Jetzt guck mal. Jetzt guckst du mal hier hin. Alle denken sich so, ich zieh am besten auf den Baum, oder? Ich denke mir nur so, lol, Roffel, Physics, Bitch. Schau mal hier oben. Hier ist der Stern und... Ah, nein, diesmal nicht erwischt. Schade, schade. Da habe ich zu früh den B-Knopf gedrückt. Also, zu früh. Nicht mal so einen Moment. Nee. Aber schön. Hat gut funktioniert. Ah, schön. Ah, das Spiel ist einfach schön. Das Spiel ist einfach echt schön. Find the red, 8 red horns. Okay. Fangen wir an. Wir fangen mal an. Fangen hier mal an. Fangen hier mal einfach an. Dudelidup, didup, dup. Dudelidup, dudup. Dudelidup, dup, 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 dup. Gab es da hinten nicht eine Cooper Shell? Das wäre voll toll. Hallo. Oh wow, der macht mir nicht mal mehr Schaden. Komm her. Jetzt passiert dasselbe. Merci. Woohoo! Nice. Hier und hier und woo. Let's go. Ich muss hier nur durch. Dankeschön. Hier hoch und den mit dem. Schon bin ich zufrieden. Alles gut. Alles gut. Dann halt. Dann gehen wir da runter. Ja, ich steigere mich voll gerade in dieses Spiel rein. Pipapo, bla bla bla. Hier packen wir hier drauf. Gehen hier durch. Merci, Mausi. Merci, Mausi Boy. Oh wow. Wahoo. Oh, warte mal. Er tut mir schon ein bisschen leid. Dann halt nicht. Ich wollte dich erlösen von deinem Elend, aber du bist halt einfach nicht so cool. So. Und jetzt denken alle wieder, oh mein Gott, ich ziehe am besten auf den Baum. Einfach so weit wie, also, sie erklärt, einfach hochziehen, so weit wie möglich und dann landet Mario eh auf der Plattform. Und er kriegt keinen Schaden, nix. Es passiert einfach nichts. Und jetzt ist der Stern da unten. Mal schauen, ob ich ihn direkt angeschossen kriege. Angeschießt. Ich hab's lange nicht mehr gemacht, den direkt anzuziehen. Ich schieße einfach mal. Nein, war zu weit rechts. Aber ich hatte den Baum, rein theoretisch. Oh yeah! Das sah gut aus. Schön mit dem Kopf einfach so reingepfft. Und ich werde mich versuchen, immer 15 Minuten Parts. Also ich würde sagen,
Mir gut, dieser Part, der erste Einstiegspart. Ich danke euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Part, wenn es heißt Super Mario 64. Bis dahin, tschüss. Du.